Hallo liebe Zuschauer, wir sind die Sportexperten von der IGS Gifhorn. Gleich treffen wir die beiden Fußballnationalspielerinnen Pia-Sophie Wolter und Lena Oberdorf. Wir sind schon gespannt, was sie beiden im Interview zu berichten haben. Viel Spaß! Hallo Lena, hallo Pia, wir sind die Sportexperten von der IGS Gifhorn und wir freuen uns, euch zu interviewen. Die erste Frage geht an Lena. Wann hast du mit dem Fußballspielen angefangen und wie kam es dazu? Ich habe tatsächlich mit dem Fußballspielen angefangen, sobald ich laufen konnte, war ich im Garten mit meinem Bruder und meiner Schwester. Und irgendwie ging der Weg gar nicht am Fußball vorbei. Und seitdem habe ich nie aufgehört und jetzt, heute bin ich hier. Wie verbringst du deinen Tag nach dem Training oder mit wem triffst du dich besonders häufig? Besonders häufig treffe ich mich mit Sven des Jungs dort hier, Jule Brandt. Wir gehen da meistens essen, muss man auch sagen. Gerade nach dem Training ist es immer ganz entspannt, wenn man einfach irgendwo schnell was essen geht und so die Kohlenhydrate auch wieder reinholt. Ansonsten, wenn es die Zeit hergibt, gehe ich auch gerne nach Hause komplett in die Heimat. Aber es kommt nicht so häufig vor. Die EM in England war trotz der Finalniederlage ja ein toller Erfolg für euch. Ihr wurdet danach total gehypt. Was ist davon heute noch zu spüren? Ja, wenn man auf die Straße geht, wird man häufig erkannt, wird nach Autogrammen gefragt, nach Bildern gefragt. Wenn ich in die Heimat fahre, werde ich schon im Auto gegrüßt von Menschen, die ich gar nicht kenne. Deswegen würde ich schon sagen, dass der Hype noch da ist. Findest du es nervig, wenn man dich nach Autogramm oder Fotos fragt? Gute Frage. Ihr könnt mich immer fragen. Klar ist, wenn man, keine Ahnung, mit der Familie kurz essen geht oder so, dann will man natürlich auch die Zeit mit der Familie verbringen, weil man einfach davon nicht so viel hat. Aber wenn man da eine gute Pause vielleicht abwägt, wo vielleicht nicht gerade gesprochen wird, kann man mich gerne nach Bildern, Fotos, Unterschriften, nach allen möglichen Fragen. Unsere Frage an dich, liebe Pia. Wir haben herausgefunden, dass du aus einer sportlichen Familie kommst. War es für dich immer klar, dass du Fußballspielerin werden wolltest oder hast du vorher auch andere Sportarten ausprobiert? Im Verein eigentlich immer Handball und habe dann lange Jahre Handball und Fußball zeitgleich gemacht und musste mich dann irgendwann entscheiden, weil es dann mit der Schule auch zu viel wurde. Habe dann tatsächlich ein Jahr nur Handball gespielt und mit dem Fußball wieder aufgehört und dann aber gemerkt, dass ich Fußball doch zu sehr vermisse und bin dann zu Werder in die C-Jugend damals, zu den Mädels und habe dann mich ab der B-Jugend auch entschieden, dann nur noch Fußball zu spielen. Wie lange hast du ungefähr Handball gespielt? Bestimmt so 10 Jahre auf jeden Fall. Also wirklich sehr lange und wirklich auch sehr gerne und guck's auch immer noch gerne. Dein Vater war ja lange Bundesligaspieler bei Werder Bremen. Wie findet er es, dass du halt jetzt in Wolfsburg spielst? Unterstützt mich da total. Also als ich vor mittlerweile fast 5 Jahren die Entscheidung getroffen habe, hat er ihm auch gesagt, ich muss gucken, was für mich am besten ist, hat mir natürlich da auch Tipps gegeben, wusste aber eben auch, was Wolfsburg für eine Riesenchance für mich ist, dass wir eben einfach international spielen können, dass man hier mit den besten Spielerinnen auch zusammenspielt und ist, glaube ich, sehr stolz, wie der Weg bis jetzt so für mich gelaufen ist. Gibt er dir noch Tipps oder machst du lieber dein eigenes Ding? Er hat tatsächlich immer relativ wenig Tipps mir gegeben. Es war immer ein sehr entspannter Vater, wenn er zugeguckt hat und hat jetzt nicht groß reingerufen. Ist aber schon so, wenn ich irgendwie mal eine Situation habe, wo ich jetzt irgendwie sage, so, ich wusste nicht, wie ich die sonst lösen kann, dann sprechen wir auch mal drüber. Das ist generell sehr entspannt, weil er eben auch sagt, dass er mich eben nicht täglich im Training sieht und dafür irgendwie auch die Trainer da sind, um mir Tipps zu geben. Wir haben herausgefunden, dass dein Bruder Profi bei Düsseldorf ist. Inwieweit hat es sich für euch ausgezahlt, zusammen zu trainieren? Was hat dir das gebracht? Also Training würde ich das Gebolze im Garten jetzt nicht nennen, aber klar glaube ich, dass man da viel gelernt hat. Gerade dieses Straßenfußball sieht man nicht sehr viel, glaube ich, heutzutage. Aber es hat natürlich mich sehr abgehärtet, weil man im Garten dann auch das eine oder andere Mal gut umgegrätscht wurde. Ich glaube, das sieht man bei meinem Spiel dann auch besonders, dass ich das auch ganz gut kann. Und ich sage euch, das wurde im Garten ganz oft geübt. Hattest du wegen einer Verletzung schon mal Angst, nicht wieder ins normale Training zu kommen?
Ja, durchaus. Ich habe durch eine Knieverletzung auch das große Spiel im Camp Nou in Barcelona verpasst. Und das war schon ein langer Weg, weil man immer wieder auch Probleme hatte im Training. Man musste weniger machen. Man musste in jedem Training irgendwie so ein bisschen gucken, okay, wie lange hält's, wie lange kann ich trainieren. Deswegen, das geht dann auch schon, ja, auf die mentale Gesundheit, würde ich sagen. Aber so richtig Angst hatte ich nie, weil ich immer wusste, wir haben ein gutes medizinisches Team hier beim VfL. Wolfsburg ist nicht nur der VfL. Was zeichnet die Stadt sonst noch aus? Ich glaube, sobald man in Wolfsburg reinfährt, sieht man nur noch VW-Autos. Das ist mir zumindest aufgefallen, als ich hier hingekommen bin. Bin ich mit meinem eigenen Hyundai gefahren von zu Hause, als meine Vertragsunterschrift anstand. Und ich glaube, ich wurde noch nie so blöd angeguckt, wie mit diesem Hyundai hier in Wolfsburg herzufahren. Deswegen glaube ich schon, dass VW einfach ein ganz großer Teil ist. Aber wir haben auch eine schöne Innenstadt. Man muss halt die versteckten Orte so ein bisschen kennen, dann kann man das hier auch echt genießen. Du hast ja über 200.000 Follower bei Instagram. Wie viel Zeit nimmst du dir dafür und findest du das cool oder eher anstrengend? Ja, was heißt, man nimmt sich Zeit dafür? Ich glaube, immer wenn ich gute, coole Fußballbilder habe, dann werden die hochgeladen und ich auf meinem Profil sind relativ wenig Privatbilder. TikTok habe ich ja auch, da mache ich immer, wenn ich mal was Lustiges sehe, aber ansonsten lege ich schon mehr den Fokus auf die reale Welt. Wir haben gelesen, dass du Grundschullehrerin werden wolltest. Ist das noch realistisch und welche Fächer wolltest du unterrichten? Ja, ich habe tatsächlich, als ich bei Werder gespielt habe, in Oldenburg studiert, Sonderpädagogik und Deutsch auf Lehramt, wollte dann eigentlich wechseln auf Sonderpädagogik und Sport auf Lehramt. Ja, dann kam aber das Angebot vom VfL, sodass ich das Studium abgebrochen habe und stattdessen ein Fernstudium in BWL angefangen habe. Wo ich jetzt gerade in meinem Master bin und ja, kann mir schon immer noch vorstellen, später irgendwie was mit Kindern zu machen. Du warst bestimmt auch in der Schule gut in Sport. Welche Fächer mochtest du denn gar nicht? Mathe war ich nie so richtig gut, generell die ganzen Naturwissenschaften. ja, Mathe hatte ich auch Nachhilfe von Florian Kohfeldt, der war früher auch mal Trainer bei Werder und auch beim VfL Wolfsburg und hatte mir damals dann auch davon abgeraten, Mathe-LK zu wählen, weil er meinte, so viel Talent habe ich da jetzt nicht. Du gehst ja gerne essen und was ist denn dein Lieblingsessen und kannst du das vielleicht auch selber kochen? Ja, also ich koche generell auch sehr gerne, also Feli und ich koche noch viel so in der WG. Lieblingsessen ist tatsächlich eine schwierige Frage, also ich hatte, meine Oma hat früher immer so Schollenfilet gemacht mit Bratkartoffeln, das ist auf jeden Fall, das kann ich nicht, habe ich noch nie selber gemacht, ist auf jeden Fall was. Was wir in der WG gerne kochen, ist eine vegetarische Lasagne, die auch sehr gut schmeckt, würde ich behaupten. Und ja, das koche ich sehr gerne. Du wohnst in einer WG mit Felicitas Rauch. Wie kommt es zu dieser Idee und warum wohnst du nicht alleine? Ich habe tatsächlich in meinem ersten Jahr hier alleine gewohnt, hatte eine möblierte Wohnung und wollte dann eben gerne umziehen. Und ich kannte Feli aus der U19-Nationalmannschaft. Und ja, haben dann gesagt, wir versuchen es mal, gucken, wie es läuft. Und ja, klappt sehr gut. Also wir haben viel Spaß in der WG. Sie hat ihren Hund mitgebracht und ja, wohnen jetzt seit, ja, ich glaube auch fast 4 Jahren jetzt zusammen. Und toi, 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 bis jetzt auch noch keinen Streit gehabt oder so. Mit wem könntest du dir noch eine WG, also auch eine WG aus der Mannschaft vorstellen? Ja, mit Obi natürlich. Also. Was ist so eine Lüge? Was ist so eine Lüge? Ja, krass, das ist eine gute Frage. Ich mache sehr viel noch mit Pauli Bremer und auch mit Jay Wedemeyer. Habe bei Pauli Bremer auch eine Woche gewohnt, als Feli Corona hatte. Also das hat auch ganz gut geklappt. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Fragen vorbereitet, die an euch beide gehen. Da könnt ihr einfach gleichzeitig antworten. Wer von euch würde eher anfangen, unter der Dusche zu singen? Obi. Macht sie auch. Wer von euch würde eher eine Pflanze versehentlich vertrocknen lassen? Schon auch du? Ja, ich glaube schon eher in der WG Pflanzen. Ne? Ich habe zum Beispiel nur Kunstpflanzen. Und ich kümmere mich um die Pflanzen bei uns in der WG. Ja, okay, ja, dann ich. Wer von euch kann besser kochen? Hier. Ich habe Thermomix heute. Und jetzt eine spannende Frage: Wer von euch verbringt mehr Zeit am Handy? Also, ja, schon. Aber es ist auch nicht gut. So. Ja. Also, es ist besser geworden, aber ich versuche es zu reduzieren weiterhin. Ja. Wer von euch kann besser Auto fahren?
Boah. Das nicht, findest du? Ja. Und wer von euch trinkt weniger Alkohol? Also in der Saison schon, ja, beide nicht so viel. Ja. Nein, ich glaube schon in der Saison nicht, aber wenn wir dann sagen wir mal, wir gewinnen die Liga und so. Und so? Ja. Schwierig. Sagen wir, bei Partys nach der Saison sind wir beide gut dabei und ansonsten trinken wir nicht viel. Wer von euch hat den besseren Vertrag beim VfL Wolfsburg? Obi. Können wir so stehen lassen. Ich kenne jetzt deinen nicht, ne? Aber ich würde einfach mal behaupten, du. Du bist schon das größere Talent auch. Aber du bist schon länger im Verein. Ja, na und, aber ja, schon Obi, glaube ich. Da müsst ihr nebenan nochmal klopfen. Ja, könnt ihr da einmal klopfen. Wer von euch würde eher verschlafen und dann das Training verpassen? Oha. Verschlafen, glaube ich, wir beide eigentlich nicht, oder? Also wir sind halt beide auch immer sehr früh beim Training. Ja, ich glaube, also, es würde auffallen. Ja, danke für das Gespräch und dass wir hier sein durften. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und vielleicht habt ihr Zeit zur Filmpremiere. Wir würden euch gerne einladen in die IGS Gifhorn. Dankeschön. Es war ein wirklich interessanter Tag beim VfL Wolfsburg zusammen mit den Sportexperten. Wir haben viele interessante Dinge erlebt und coole Eindrücke gewonnen. Uns hat es gefallen und wir hoffen euch auch.